Ja, jetzt steht da vor mir der Präsident vom ASC Aktamar. Ich hatte ja schon mit einem Spieler gesprochen und mit einem Trainer, der beide nur voll des Lobes über den Verein. Was ist das Besondere an eurem Verein? Das Besondere ist eigentlich, im Prinzip wie jeder andere Verein auch, Amateurverein, wir versuchen es halt ein bisschen familiär rüberzubringen. Wir sind ein armenischer Fußballclub, den es vor Jahren mal im Kölner Raum gab, den wir damals 1980 gegründet hatten im Kölner Raum, und dann hat es den Verein circa 10 Jahre nicht mehr gegeben, und dann sind unsere Kinder halt groß geworden und die haben dann gesagt, lasst uns den Verein neu gründen. Da wir zu 80-90% alle hier in der Freschener Kante wohnen mittlerweile und auch hier geboren und groß geworden sind, auch alles Freschener Jungs sind, haben wir dann uns entschlossen, hier den Verein vor gut 5 Jahren aufzumachen. Leider hatten wir dann auch die Corona-Zeit noch inzwischen, wo wir dann eine kurze Zeit zumachen mussten und dadurch halt auch der Verein aus der Kreisliga B dann absteigen musste in die C, weil wir dann halt 2-3 Monate zurückgezogen hatten, ne, und da halt die Regel gesagt hatte, dass wir dann halt in der C anfangen müssen. Ne. Also zum Verein muss ich ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Einzige hier. Wir haben das so basiert, dass im Prinzip die Jugend das macht. Wir als ältere Generation, wir unterstützen das halt von hinten, ne, wenn halt wirklich Probleme da sind, wenn halt wirklich ganz wichtige Sachen gemacht werden müssen oder gesagt werden müssen, dann schreiten wir erst ein. Aber alles andere machen die 2-3 Jungs in der sportlichen Leitung bei uns. Es ist nicht nur familiär, es ist auch mittlerweile eine Mannschaft, die fast nur aus Freunden besteht. Ne? Da läuft, und deswegen haben wir auch diesen Erfolg momentan, den wir haben, okay, zum größten Teil. Ich muss ehrlich sagen, ohne diese 3 Jungs, muss man ganz klar sagen, wird es den Verein auch gar nicht geben. Wer sind die 3 Jungs? Das ist der Carlo, unser Kapitän. Das ist unser 2. Kapitän, der Sacco. Und der 3. ist mein eigener Sohn, der Levon. Und die haben das halt dann unter Freunden hier mit aufgebaut. Ja, dann haben wir noch 1-2 Jugendliche mit dazu genommen, die halt wirklich hier richtig engagiert, also als ob das der Verein jedem gehört, hier arbeiten. Ja. Okay. Und eins muss man natürlich auch leider sagen, heute im Amateurbereich, das sind alles Jungs, die wirklich ehrenamtlich spielen. Ja. Also da verdient keiner einen Groschen Geld. Das muss man sagen leider heutzutage, weil in vielen Vereinen Geld eine Rolle spielt, aber wie man auch sieht, viele Vereine auch dann keinen Erfolg mehr haben, geschweige denn, dass sie überhaupt überstehen diese ganze Zeit. Ja. Ihr habt eine Multikulti-Truppe? Multikulti-Truppe, wir haben alles Mögliche. Wir sind ein armenischer Fußballclub, basiert auf unserer armenischen Kirche. Der Name ASC. Das ist auch das genau, Vereinszeichen. Das ist eine Kirche, Achtamar-Kirche. Das ist in der heutigen Türkei. Das ist eine uralte Kirche. Und danach haben wir uns damals schon benannt und wir wollten den Namen einfach fortführen. Das ist im Prinzip der Grund. Bei uns darf im Prinzip jeder spielen, jeder, der willkommen ist, jeder, der den Conny sagt, alles klar, der darf hier Gas geben, der ist willkommen natürlich in unserer Mannschaft. Aber wir gucken natürlich, bevor wir auf das Spielerische gucken, auf die Qualität gucken, gucken wir auch, wie ist der als Mensch. Mensch, ne? Ja. So, das ist auch ganz wichtig für uns, dass er in das Team reinpasst, in das ganze Verein reinpasst, nicht nur in das Team. Ne? Okay. Stichwort war gerade das Menschliche. Wie passt Conny in das ganze Konstrukt? Er dreht sich gerade schon weg, ja. Wenn man Conny Witting hört, ist natürlich, das ist ein Name, den fast jeder kennt hier im Fußballkreis, im Kölner Bereich, im Rhein-Erft-Kreis. Ist ein Begriff, hat sehr hoch gespielt. Ich sag mal so, ich bin auf den Namen getroffen durch auch ein Vorstandsmitglied, der mit ihm früher zusammengespielt hat bei Viktoria Köln. Und wir, glaube ich, schon vor 3 oder 4 Jahren mal Kontakt zu ihm auf hatten, oder war er woanders Trainer, hat er uns nicht zugesagt. Und jetzt hat sich das einfach so ergeben, dass wir gesagt haben, wir versuchen mal einen Oldschool-Trainer einzubauen. Wir hatten bisher immer junge Trainer und wir haben gesagt, dann machen wir es mal so auf die Schiene Oldschool, weil wir haben eine sehr junge Mannschaft, ne? Vielleicht ist es dann einfacher und besser. Und dann sind wir halt auf Conny Witting getreten, zugegangen. Netterweise hat Conny Witting gesagt, wir treffen uns.
Ne? Hat sich, glaube ich, einmal das Spiel in Rot-Weiß-Aachen angeguckt von der Mannschaft. Und daraufhin haben wir uns dann getroffen. Er fand die Mannschaft sympathisch. Eine junge Mannschaft. Wir haben wirklich sehr talentierte Spieler in der Mannschaft. Und dann haben wir uns halt hingesetzt. Und er hat dann auch ganz klar gesagt, dass er der einfachste Mensch der Welt ist. Ah, und ja? Wir haben gesagt, wir sind auch die einfachste Mannschaft, die du trainieren kannst. Ja gut, dann passt das, ja. Dann ja. hat halt das Ganze gepasst. Ne? So, und ich sag heute, Stand heute, also nichts jetzt nahe zu treten den anderen Trainern, die wir vorher hatten. Ich muss ehrlich sagen, also man kann sagen, beim ASC Achtermann, Conny Witting ist einer der, nicht nur, weil er jetzt hier ist, sondern der ist einer der besten Trainer, die wir überhaupt verpflichten konnten. Das ist ganz klar. Der hat Fingerspitzengefühl, er ist ganz hart, wenn es drauf ankommt, aber der geht dann auch mit den Jungs trinken, wenn es sein muss. Ne? So, das, und deswegen stimmt das Ganze, natürlich auch erfolgsbasiert, natürlich, aber er kriegt von uns volle Rückendeckung. Das hat er auch bekommen vor ein paar Wochen, wo es nicht so gut lief. Also wir haben da in der Verpflichtung, glaube ich, absolut richtig gehandelt und hoffen, dass er die nächsten Jahre auch beim ASC Achtermann bleibt. Egal, wo der Weg des ASC Achtermann hinführt, ob in die B, in die A oder wieder runter in die C. Also er ist hier angekommen, glaube ich. Sehr gut. Ja, das hört sich alles sehr positiv an. Ist natürlich im Falle des Erfolges immer, dann kann man immer nur schwärmen. Wo sind die negativen Seiten? Gibt es keine negativen Seiten bei euch? Anscheinend nicht. Bei uns oder bei Conny Witting? Bei Conny Witting müssen wir nicht drüber reden. Da würde ich ihn dann lieber selber zu fragen. Nein, jetzt bei eurem Verein natürlich in Verbindung mit... Es gibt negative Seiten. Also ich würde jetzt nicht sagen von der Mannschaft aus, weil klar, Stress gibt es immer in der Mannschaft, in der Fußballmannschaft. Ne? Ja, eine ehrgeizige Truppe wirklich. Ne? Die haben auch von Anfang an schon das Ziel rausgesetzt, wir wollen Meister werden. Und da sind wir jetzt nur zwei Spiele von entfernt. Wenn wir die zwei gewinnen, sind wir dann auch Meister. Und da ist natürlich auch automatisch Druck da, ist klar, ne, auf den Jungs. Und das Negative ist eigentlich wirklich, also wenn ich jetzt so mal sehe, andere Vereine haben ihre Vereinsheime, die treffen sich nach dem Training, vor dem Training. Das haben wir halt nicht, noch nicht. Wir sind dran mit der Stadt Frechen. Und ich hoffe, dass wir auch zeitnah eine Lösung finden, weil wir wollen wirklich langfristig hier bleiben. Wir wollen langfristig unsere Mannschaft am Start haben hier in Frechen. Das sind vor allen Dingen, ich glaube, wenn nicht 100, mindestens 90% alles Frechener Jungs, die früher auch hier in der Frechener Kante überall gespielt haben. Die wohnen teilweise alle hier. Und dann wäre es schön, mal wirklich was Eigenständiges hier zu haben, wo wir uns mal nach dem Training mal hinsetzen können, ein Bierchen trinken oder ein, zwei Wörter austauschen miteinander. Eventuell vor dem Training, das machen wir momentan alles per Tür und Angel. Das ist leider so das Negative, was ich sagen muss. Ansonsten, also mir fällt jetzt nicht ein, wirklich was negativ sein sollte. Wir haben eine super Anlage hier zur Verfügung von der Stadt Frechen, muss man ganz klar sagen. Naturrasen, Kunstrasen, Asche, wir können überall drauf. Ne? Und da gibt es eigentlich fast nichts Negatives. Ja, perfekt. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ich hatte dem Conny schon gesagt, bei der nächsten Gelegenheit werden wir auch mal Bewegbilder von euch zeigen, damit man auch mal die Mannschaft präsentieren kann. Ich wünsche euch jetzt für Sonntag erstmal viel Erfolg, dass ihr die Meisterschaft auch holt. Ihr habt den besten Trainer dafür. Danke. Alles Gute, viel Erfolg und Dankeschön. Ja? Vielen Dank. Dankeschön.